Was ist denn das Potenzial der Bioenergie in Deutschland und auch weltweit? Ja, die Bioenergie ist weltweit, und das ist das, was die meisten in der Diskussion vernachlässigen, weltweit die wichtigste erneuerbare Energiequelle, weil 70% der erneuerbaren Energien weltweit sind Bioenergie. In Deutschland sind wir bei ungefähr 60%, und die Bioenergie ist die einzige erneuerbare Energiequelle, die langfristig speicherbar ist und flexibel im Bereich Strom, Wärme und Mobilität einsetzbar ist. Und deswegen hat sie eine Schlüsselfunktion für eine ethisch vertretbare erneuerbare Energiezukunft. Sprechen wir über die Flexibilität von Biogasanlagen und den Flexbonus. Was fördert denn das EEG? Wir können heute eine Biogasanlage in Deutschland fünffach überbauen, das heißt die vierfache Leistung ungefähr dazustellen. Und das bedeutet, dass wir annähernd die Investitionen, die dafür erforderlich ist, inklusive Gas- und Wärmespeicher, also zum großen Teil bezahlen können über die sogenannte Flexprämie, und die läuft über 10 Jahre. Warum können Anlagen mit der Überbauung der elektrischen Leistung als wirtschaftlich und technisch vorteilhaft angesehen werden? Die Flexibilisierung von Biogasanlagen bedeutet eine ganze Reihe von Vorteilen. Zum einen fahre ich nur noch 2000 Betriebsstunden im Jahr. Das bedeutet, ich habe erst in 30 Jahren meine große Revision. Der Motor altert viel langsamer. Dadurch, dass der Motor größer ist, hat er pro Betriebsstunde, pro Kilowattstunde elektrisch weniger spezifische Wartungskosten. Das heißt, die Wartungskosten sinken. Dann habe ich natürlich als Spitzenstromproduzent, produziere ich immer nur dann Strom, wenn er auch wirklich teuer ist, wenn ich ihn teuer verkaufen kann und nicht mehr zu Zeiten, wo der Strom im Überfluss aus Wind und Sonne schon vorhanden ist. Und der wichtige letzte Punkt ist, die großen Aggregate kosten pro kW deutlich weniger als kleine Aggregate. Das heißt, die spezifischen Anlagenkosten, das ist halt dieser Skaleneffekt, der da eine wichtige Rolle spielt, die spezifischen Anlagenkosten gehen deutlich runter.